So Leute, und damit willkommen zurück bei Let's Play Thief. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich habe keinen Plan mehr, wie das funktionieren soll. Okay, so können wir schleichen, das ist doch schon mal was. Gott, ich muss mich wieder so an die Steuerung gewöhnen, das gibt's noch nicht. Wir müssen zur alten Gießerei gehen. Ja, und da müssen wir irgendwas machen. Oh Gott, das wird lustig, ey. Weil die Steuerung habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, das Kapitel möchten wir beginnen. Und irgendwie hakt meine Maus gerade so. Okay, das Mauspad war ein bisschen dreckig. So. Hinweis: Spritten ist zwar an. Hinweis: Mit Wasserfallen löscht man offene Feuerlichtquellen. Wir haben den ganzen Tag Leichen geschleppt. Wir würden gern fertig werden. Hast du diese faule Kanalratte gehört? Seid froh, dass ihr den Karren zieht und nicht selbst drauf liegt. Wie nett. Von Karren habe ich genug. Ich finde einen anderen Weg. Genau. Okay, da war das. Muss ich da jetzt nur ranspringen? Oder muss ich dabei noch E drücken? Okay, ich muss nur ranspringen. Gehen hier mal runter. Gehen hier mal runter. Runter. Alles klar. So, wir müssen. Wo habe ich mein Inventar? What the fuck? Okay, das ist F1. Da gibt es Ziele. Ich habe gerade ein bisschen Heuschnupfen. Deswegen höre ich mich so ein bisschen dementsprechend an. Muss auch das öftere Mal so ein bisschen hüsteln. So, wir müssen zur Gießerei und uns da den Zutritt verschaffen. Mal schauen, wie gut das funktioniert. Oh, hi. Wenn ich jetzt hier so weitergehe. Ja, bestimmt. Läuft bei dir. Da können wir nicht hoch. Wir müssen schon uns, glaube ich, an die Leiter da vorne halten. What? Was war das denn? Doof oder was? So, einmal hoch da. Okay. Okay, Hunde sind auch da. Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Sieh zu und lerne. Shit, wir müssen da hinten hin. Bei Rocks Zähnen. Das ist jetzt doof. Ich weiß gar nicht, wie man. Nee, bitte so. Wie schleicht man nochmal? Nee, da nicht. Steuerung, alles klar. So. Wo ist das andere Mistvieh? Und wie geht Fokus? Logisch auf F. Läuft. Ich will nicht spähen, ich will das scheiß Ding da haben. Oder habe ich so ein Ding? Oh ja, das ist gut. Nein! Alter, bist du doof? Du solltest den umhauen. Ach, Menno. Alter, fick die Henne. Mann, Leute.
Ist gut, ist doch keiner hier. Oh, oh. Ich fühle mich beobachtet. Mhm. Liegt vielleicht daran, weil ich dich beobachte? Mwah. Ah, shit. Okay, das ging schon mal nicht. Wie kommen wir da ungesehen hin? Wird schwer. Ich frage mich auch gerade, wo der scheiß Hund ist. Das ist Wasser. Da ist ein komisches Fass. Okay. Ach, Kuh ist K.O. schlagen, alles klar. Ach Mist, ich hätte den noch ausrauben sollen vorher. Ganz vergessen. Hier, da. Meins. Okay. Der ist schon mal weg. Was? Ich weiß nicht. Ach Menno! Wieso Mörder? Der ist nur K.O. geschlagen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Ja, natürlich total noobig gleich so zu Anfang. Komm raus. Oh fuck. Komm raus! Ich verspreche dir einen schnellen Tod am Galgen. Hier ist nichts. Ich finde niemanden. Noch ist es nicht vorbei. Mann, ey, das gibt's doch nicht. Ach, guck mal. Ich glaube, ich fahre gleich eine komplett andere Taktik. Stumpf abschießen. Das mache ich auch. Nee, den Fall bitte hätte ich gerne. Der hätte ja noch gelebt. Blöde Sau. So. Nein! Oh Gott im Himmel. Nee, der wurde sogar ermordet. Mit zwei Pfeilen. Hat voll lang gedauert, ey. Ja, ja. Irgendwann muss ich schon rauskommen. Jetzt, genau da muss ich hin, ey. Hallo. Jetzt geht er doch mal weg. Oh, und der scheiß Hund, ey. Mhm, der Eindringling ist weg und da sind zwei Leichen. Weg? Danke. Okay. Na komm schon. Einmal öffnen, durchgehen. Hat er mich gesehen gerade? Ach, guck mal, ein Zahnrad. Meins? Ja.
So, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Ein bisschen wenigstens. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt hier kein Gegner ist. Aaron. Ja, hier. Aaron. Bin ich krank? Ja, hier. Oh, Moon. Ja, gibt Fokusenergie. Ist also Energie für den Fokus. Lol. ich muss hoch, ne? Ja. Das hätten die aber mal ein bisschen besser ausbauen können. Zwischen dem Abschauen, was der wohl dabei hat. Nicht hier draußen, Spatzenhirn. Wir haben Spatzenhirn ihn ganz vorsichtig gesagt. Gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt, nicht wahr? Respekt, klar. Stellt den Karren drinnen ab und verschwindet nach Hause. Ab jetzt übernehmen wir. So. Huch. Licht. Wo kommt denn das Licht her? Okay, da können wir nicht durch. Da auch nicht. Ah. Ich glaube hier. Zähne. Entweder Leichen oder diese übergroßen. Puppen? Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Aber Puppen? So, wir sind jetzt in der alten Gießerei. Jetzt sollen wir Leichen finden. Okay. Einmal ein bisschen Nahrung. Nee. Fußball. So. Danke. Huch. Ja, meh, was ist denn das? Da sind ja ein paar schöne Sachen. Mikroskop. Was haben die mit einem Mikroskop vorgehabt? Sag mal. Gut, dahin kann ich nichts machen. Schublade. Oh, leer. Ja, nicht leer. Alter, diese Puppen, die sind echt heftig. So, was haben wir da? Oh. Eine Lupe und ein Zahnrad. Okay. Die sehen wirklich recht heftig aus, die Puppen. Muss ich ganz ehrlich sagen, also, die sind nicht ohne. Oh Gott, davon steht schon wieder eine. Meine Fresse. Ich weiß nicht, ob da unten irgendwo noch einer ist. Scheint nicht, oder doch? Mal schauen. Der bleibt hier erstmal liegen. Join the watch today.
Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Okay, hake dich in das Fließband ein. Ach du Scheiße. Gut, wie machen wir das am dümmsten? Der kommt ja gleich wieder. Wenn der wiederkommt, gehe ich hinterher und hau den einfach um. Genius! Ich weiß aber nicht, ob ich hier oben überhaupt hin muss. Ah, geil. So. In der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert, was ich vorhabe. Hat ganz gut geklappt. Haha. Die Armbrust hätte ich gerne gehabt. So, die Sache ist jetzt die. Ich muss mich da vorne in das Fließband einhaken. Ach, das ist ja... Das geht ja. Das heißt, ich hätte eh hier oben hingemusst. Dann ist ja gut. Okay. Nix drin. Ah, da ist was. Geht doch. War das schon immer offen? Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Ah, guck mal hier. Da oben war ja auch noch was. Ach, nur E drücken einfach. Okay. Ach du Scheiße. Das sieht schon recht krass aus hier. Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun. Das ist echt wie ein Schlachthaus hier. Aufgeknüpft einfach. Ja, wie bei der Hirschjagd auf dem Anwesen. Wow. Und Endstation. Ich bin lieber ein bewegliches Ziel. Volltreffer. Bis. Volltreffer. Läuft bei dir. Endlich. Jetzt sind die Armen doch für was gut. Was? Wofür sind die Armen denn gut? Toll, eine Lupe. Pausenplätzchen. Okay. Der steht da so scheiße. Ich glaube, du musst sie abknallen. Eddie Dobbs, Meisterjäger. Ich hätte als Herr geboren werden sollen, nicht als Diener. Okay, läuft bei dir. Wieso kann ich... Ach, scheiße.
ins Ohr. Gut, ich hätte auch das Licht ausmachen können. Hätte fast denselben Effekt gehabt. Naja. Tod ist tot. So. Wo müssen wir hin? Wir sollen den alten Cornelius finden. Ich speichere mal kurz ab. Mal durchgucken bitte erst. Okay. Na los. So. Wow. Ach, eine Flasche brauchen wir jetzt auch wieder. Ein Messer. Eine Gabel. Hier ist uns nicht wirklich was. Muss einmal über den Schrank. Oh, guck mal. Was steht da? Undefinierbar steht da. Alles klar. Mach mal Licht aus. So. Noch eine Notiz. Oh, ein Flachmann. Das ist auch immer gut. Nischt. Und nischt. Langweilig. Genau, Notizen. Dokumente. Was haben wir gekriegt? Kapitel 2. Entschuldigung. Glückwunsch, Burmy. Du hast die Leichen gekriegt. Das ist keine üble Aufgabe, sofern man einen starken Magen hat. Falls du mal eine Pause brauchst, die Jungs und ich haben da ein gutes Plätzchen über dem Fertigungsbereich. Nur dort wird der Alte dein Schönheitsschläfchen nicht stören. Hier sind die Regeln. Nicht darüber reden, beanspruche es nicht für dich allein, nicht die Pfeife auf den Boden ausklopfen und wenn du erwischt wirst, keine Namen. Okay, also ein gutes Plätzchen über dem Fertigungsbereich. Okay. Die Renovierungsnotiz. Wer sie sich durchlesen will, kann das gerne tun, indem er das Video dann pausiert. Weil ich habe nämlich keine Lust, alles vorzulesen. Weil das ist nämlich nicht wenig, was hier zu lesen ist. Ja. Genauso sieht's aus. Oh, stumpfe Pfeile sind voll. Ey, hi. Willst du da stehen bleiben? Berge von Leichen am Tag. Ich hab was gehört, glaube ich. Mhm. Ich will keinen Ärger. Nee. Überall ich mal. Dann legen wir dich mal so ein bisschen in die Ecke. Dass dich nicht sofort jeder sieht. Tschüss. Oh Gott. Einmal weggeschmissen, ey. Ah, ich mag das Spiel. Wow. Was war das? Keine Ahnung. Schon komisch.
Ihr fallt aber alle recht schnell um. Schon komisch. War's das? Ist da sonst keiner mehr? Da oben glitzert was. Was darf ich haben? Sag mal, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas abschießen kann. Ach nee, da ist ein Platz für einen Seilpfeil, alles klar. Oder? Ja, ein Platz für einen Seilpfeil. Ich will dafür aber jetzt keinen Seilpfeil opfern. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich. Ich habe nur 4. Lol. Wieso ist da Blut? What? Ach, die Leichentropfen. Alter, okay. Krass. Ach, die kommen hier lang. Ah. Coole Sache. War hier nicht noch irgendwo noch ein Gegner? Ich dachte, hier wäre noch einer gewesen. Oder habe ich da falsch gedacht? Alter, wie die da alle hängen. Ach nee, nicht Fokus eben. Och Mann! Mach die scheiß Tür zu! Langsamer ging's auch nicht, ne? So. Ich höre Stimmen. Tschüss. Einmal speichern. Schon ein recht spannendes Spiel. Nee, da können wir nichts machen. Das auch nichts. Alter, diese Puppen, ey. Da können wir durchgucken. Okay. Da ist auch nicht so wirklich was. Was haben wir denn da oben? Geil. Nix. Oh, coole Sache. Ich glaube, das wird gleich noch richtig lustig hier. Oh ja. Ich habe das irgendwie schon geahnt. Ist da ein Lichtschalter irgendwo? Da vorne. Super. Licht aus. Ich muss gerade selbst ein bisschen meine Nerven beruhigen. Ich glaube, da oben saß einer, der pennt, ne? Oder so? Kann das sein? Jo, das kann sogar sehr gut sein. Zeigt mir eine geschlossene Tür und ich mache sie auf. Dieser Mechanismus ist mir allerdings neu. Jetzt wäre ein Schlüssel gut. Hm. Oh, Licht aus. Licht aus. So, jetzt schauen wir uns mal die Tür hier an. Schlüssel benötigt. Entschuldigung. Zutritt verboten. Okay. Unerlaubtes Eindringen jenseits dieses Punktes wird bestraft. Ohne Ausnahme. Bei Zweifeln den Offizier der
der Verwaltung aufsuchen. Auf direkten Befehl des Diebesfänger-Generals. Okay, also wir müssen da durch. Ganz klare Sache. Wo geht der Questmarker hin? Geil. Genau dahin. Wir müssen also irgendwo durch. Da ist keine Tür. Also hier durch? Was ist hier? Oh, fuck. Hell. Uncool. Ah, shit. Ich weiß, wo wir sind. Weiß aber nicht, wie es weitergeht. Das ist doof jetzt. Wir müssen irgendwie da oben hin. Damit wir uns da oben wieder einhaken können. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Halt so ungesehen und so. Warte mal. Kann ich... Da oben liegt was. Ich muss da irgendwie hinkommen. Oh, guck mal. Ach, lol. Oder? Geht das? Okay. Ah, geile Sache. Okay, ich dachte, wir kommen von hier aus weiter. Ach, nö. Da habe ich aber mal gerade falsch gedacht. Verdammte Axt. Wir müssen da hoch. Das ist klar. Und da hoch kommen wir nur, indem wir... Nee. Da geht ja gar nichts lang. Das gibt's doch nicht. Wo müssen wir denn lang? Einer der Beamten des Barons. Vielleicht hat er ja was bei sich. Ja, der hat bestimmt was bei sich. Ach, guck mal an. Okay. Ach, schau mal an. Schönes drin. Psst. Breitkopfpfeil, das ist gut. Das sind die schönen tödlichen Pfeile. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt, was wir hier. Wenn die sich jetzt umdrehen, mal hier vorne das Licht aus. Und dann? Ja, das kannst du laut sagen. Shit. Jetzt rennt er auch noch weg. Gegner sind hier. Drei Stück auf vier. Warte mal. Ich glaube, ich brauche den gar nicht umbringen, oder? Nein! Ist ja noch geiler.
Fährst du bitte? Danke. Das war aber gerade ziemlich knappig. Hallo, fallen lassen. Hallo. Hallo. Lol, Laber. Ach nö, jetzt bin ich wieder hier? Nein, ich bin ganz woanders, oder? Alter, wo bin ich? Ich dachte bloß, ich bin jetzt einmal im Kreis gefahren. Das wäre zu krass, ey. Ich bin echt einmal im Kreis gefahren. Cornelius ziemlich schwer zu finden. Aber ich brauche seinen Vater. Ah, nee, ich bin richtig. Schön der Reihe nach. Nicht drängeln. Ich dachte gerade echt, ich wäre falsch gefahren. Gut. Und ob wir Cornelius finden, sehen wir alles in der nächsten Folge bei Let's Play Thief. Bis dahin. Tschüss. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und auch ein Abo. Aber nur, wenn ihr wollt. Und falls ihr es noch nicht wusstet, ich bin auch bei Facebook und bei Twitter. Die Links dazu alle in der Videobeschreibung. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, cheerio.